Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. So, und nachdem ich nun endlich mit Ace Visconti das Ausgangstor geöffnet habe und entkommen konnte, werde ich mich wieder den Killern widmen und werde als Doktor auf die Jagd nach den Überlebenden gehen. Auch wenn sich meine Zusammenstellung hier nicht geändert hat seit der letzten Runde, erkläre ich sie trotzdem nochmal ganz kurz. Ich habe einmal die starke Reizelektrode dabei, dadurch wird die Reichweite meines Schocktherapie-Angriffs um 75% erhöht, jedoch auch die Aufladezeit dieses Angriffs deutlich erhöht. Als zweites Add-on spiele ich Carters Notizen Ruhe. Das hat zwar noch die netten Symptome auf Wahnsinn 2, dass eine enorme Chance bei den Überlebenden besteht, dass es für 20 Sekunden so klingt, als seien sie am Rand des Terrorradius. Oder auf Wahnsinnstufe 3 ist es sogar unentwegt so. Aber mir geht es bei diesem Add-on um den Bonus, einen deutlich erhöhten Terrorradius im Behandlungsmodus zu haben, um die Überlebenden schnell in den Wahnsinn zu treiben und natürlich um ihre Fähigkeitschecks zu erschweren. Als Opfergabe spiele ich den Pudding des Überlebenden, um meine Punkte in dieser Runde zu verdoppeln. Als Perks nehme ich mal wieder mit Pop Goes the Weasel, das heißt, nach dem Festhaken eines Überlebenden habe ich 30 Sekunden lang Zeit, einen Generator zu beschädigen. Dieser wird dann sofort um 25% seines gesamten Fortschrittes zurückgesetzt. Außerdem wird er durch meinen zweiten Perk dann auch noch überladen, sodass der nächste Überlebende, der diesen reparieren möchte, einen enorm schweren Fähigkeitscheck bestehen muss, damit dieser Generator nicht explodiert. Und dieser Fähigkeitscheck bringt keinen Fortschritt und keine Punkte, sondern verhindert lediglich das Explodieren des Generators. Gelingt er nicht, wird der Generator nochmal um 15% zurückgesetzt, anstatt nur um 10%. Mit dem dritten Perk Verstört erhöhe ich meinen Terrorradius nochmal um 26 Meter. 26 Meter sage ich, das wäre schön. Um 26%, das wären dann über 40 Meter. Und verdiene doppelte Blutpunkte in der Kategorie der Hinterhältigkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn unser Schocktherapie-Angriff trifft und der Überlebende dadurch Wahnsinn ansammelt, kriegen wir Punkte. Wenn ein Überlebender in der Wahnsinnstufe steigt, kriegen wir Punkte und all diese Werten verdoppelt aufgrund dieses Perks. Und als letzten Perk habe ich noch die zermürbende Präsenz. Da wir ja durch Verstört und der Ruhe aus der Reihe Carters Notizen einen sehr enorm großen Terrorradius haben, macht zermürbende Präsenz natürlich Sinn, denn innerhalb dieses Terrorradius haben die Überlebenden eine 10% erhöhte Chance, einen Fähigkeitencheck abzurufen, welcher in der Erfolgszone auch noch um 60% verringert ist. Und gerade bei überladenen Generatoren, wo eventuell aufgrund der Wahnsinnsstufe auch der Fähigkeitscheck nicht unbedingt zentral angezeigt wird, könnte das schon ein sehr, sehr guter Perk sein. Und damit mache ich mich nun auf die Jagd nach ein paar Überlebenden. Und da haben wir schon eine Truppe bestehend aus Kate Danson, Jeff Johansson, Adam Francis mit Taschenlampe und Mac Thomas. Mit einem Twitch-T-Shirt. Handelt es sich hierbei tatsächlich um einen Streamer? Oder konnte man die Klamotten kaufen mit einem DLC? Ich glaube, das war auch möglich. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob dieses T-Shirt dabei war. Oh, ich sehe gerade, dass Jeff Johansson auch chinesische Neujahrskracher dabei hat. Okay, aber auch hierzu sei gesagt, Überlebende, die sich auf Wahnsinnstufe 3 befinden, können keine Items nutzen, noch nicht einmal diesen Kracher fallen lassen. So, jemand stellt zwei weitere Kisten auf, 25% Bonus in allen Kategorien, ansonsten wurden noch weitere Bonuspunkte auf Seiten der Überlebenden gespielt, während ich meine Punkte ja mit dem Pudding verdopple. Dann schauen wir doch mal, auf welcher Karte wir landen. Und mal wieder schauen wir, ob wir eine Obsession in der Runde haben. Wie immer halt. Die gestörten Abteilungen.
Und da ich euch eh in den Wahnsinn treiben werde, seid ihr hier ja schon mal richtig. Huch, da ist ja schon wer. Da ist schon wer wahnsinnig. Da werden die nächsten beiden wahnsinnig. Und damit haben wir schon mal alle auf Stufe 4. Ist das nicht schön? Das ist doch unsere Obsession. Der Kracher kam ein bisschen zu spät, mein Freund. So, dann wollen wir mal schauen, ob du deinen Befreiungsschlag jetzt hinkriegst. Anscheinend nicht. Oder er hat ihn noch nicht genutzt. Das können wir an dieser Stelle nicht genau sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass dieser Generator hier definitiv zurückgesetzt werden muss. Hallo? Hauen wir auch mal die Mac. Den Generator überladen wir auch nochmal. Gar kein Problem. Wir freuen uns immer, wenn du den nochmal 10-15% zurücksetzen wirst. Ach, so einen haben wir. Gut. Dumm. Was sollte der Quatsch? Also einer, der das Loopen nicht wirklich beherrscht. Der Generator wurde noch nicht angefasst, aber der da hinten, auch wenn er gerade gesprengt wurde... Oh, der ist schon weit. Natürlich müssen wir den mit bocklose Wiese auch zurücksetzen und überladen. Ja, und wenn niemand Adam zur Hilfe kommt, habt ihr eigentlich ein Problem. Ah, da haben wir doch Kate. Will Kate retten kommen? Okay. Was sollte das jetzt? Man weiß es nicht. Na, da ist Mac. Ja, genau. Kümmert euch mal um die da hinten. Ach ja, das Loopen, wie schön das doch ist. Danke, dann ist die Palette weg. Damit ist schon mal eine Location weg für dich. Sogar die Heilungschecks. Klar, im Terrorradius ist es nicht so einfach. Na,
Ah, da ist er doch wieder. Jeff. Obsession Jeff. Ah, okay, hat er diesmal interessant gemacht. Da hinten ist er. Gut, er ist wahnsinnig, er kann nicht groß das machen. Dann schaue ich mir lieber die anderen Generatoren an. Denn da hinten in der Ecke sind keine Generatoren. Lock uns also nicht von den Generatoren weg, mein Freund. Darauf falle ich nicht rein. Ah, setzt ihr ihn wieder zurück. Das ist sehr nett von euch. Das ist sehr nett von euch. Da oben. Sammelst du auch Wahnsinn an? Das ist der klar, ne? Schön, wie er versucht hat, gerade die Taschenlampe zu nutzen. Na gut. Lassen wir das. Die Generatoren sind wichtiger. Och Leute, immer dieselbe langweilige Scheiße. Ja, er hatte vorhin seinen Check verkackt. Echt? Du glaubst auch, das funktioniert, ne? Jetzt kommt natürlich Adam Francis wieder. Ich weiß es doch ganz genau. Adam? Wo bist du? Okay. Dann müssen wir an diesen Generator hier. Haben sie auch noch nicht angefasst. Leute, was macht ihr denn hier? Nix da. Den da oben habt ihr. Das ist gut. Der ist schwer zu erreichen. Dann habe ich ja noch die, die hier so nah sind. Das ist gut. Vielleicht war da hinten schon jemand zugange, dass ich den zurücksetzen und überladen kann. Nein, war er noch nicht. Den hat auch keiner mehr angefasst. Und hier war auch niemand dran. Also jagen brauche ich euch eigentlich nicht. Ich brauche jetzt eigentlich nur zwischen den Generatoren hier hin und her zu rennen.
Und vielleicht merkt ihr ja, dass ihr den verkackt habt, die Karte. Bop, bop. Überladen. Kleiner Schrank, okay. Hätte ich mir jetzt gut vorstellen können. Ah, nö, da hinten. Machen wir's so. Warum nicht? Na da. So. Als hätte ich dich nicht gesehen, weißt du? Oh, guck mal. Da hilft auch dein Ruckeln auf einmal nichts mehr. Aber Moment. Warum denn? Jetzt ist sie auch so wahnsinnig, dass sie sie noch nicht mal heilen kann. Yep. Da hinten haben wir sie. Vergiss es. Norwegischer Muffin. Ja, kommst du hin. Du denkst, ich gehe weg, ne? Befrei dich. Schaffst du nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob Kate wusste, wo die Luke ist. Nein, wusste sie nicht. Na, der Weg zum Haken ist recht weit. Dürften wir aber trotzdem schaffen. Jawohl. Auf Wiedersehen, Kate. Bis im nächsten Leben. Damit haben wir alle erwischt. Haben Hinterhältigkeit mal wieder auf dem Maximum. Und haben auch, glaube ich, gute Punkte allgemein gesammelt, ne? Na, 2 Pips wieder dazu. Der
Wir steigen also so langsam wieder die Rangleiter rauf, was ich ja eigentlich gar nicht will. Aber naja. Naja. In der zweiten Runde als Killer, passend zum Doktor, die Krankenschwester. Und auch hier erkläre ich nochmal ganz kurz ihre Ausstattung, bevor ich auf die Jagd nach Überlebenden gehe. Ich nehme Campbells letzten Atem mit. Damit habe ich 2 zusätzliche Teleportationen, sprich ich kann 4 Teleportationen bündeln, verringere jedoch leicht die maximale Reichweite der Teleportationen. Das hebe ich mit dem zweiten Add-on wieder auf, denn dort habe ich das unkoordinierte Atmen. Diese erhöht deutlich die maximale Reichweite der Teleportation, verringert allerdings auch deutlich die Zielgenauigkeit. Und der Punkte halber nehme ich den Pudding des Überlebenden mit, um meine Punkte in dieser Runde zu verdoppeln. Eventuell schaffen wir es sogar, die Punkte zu verdreifachen, denn als ersten Perk habe ich Barbecue und Chili dabei. Und dieser gibt uns einen Bonus auf alle Blutpunkte von 25% nach der Runde, wenn wir einen Überlebenden zum ersten Mal festhaken. Sprich, gelingt es uns, jeden Überlebenden einmal festzuhaken, kriegen wir auch hier 100%, wodurch sich dann zusammen mit dem Pudding meine Punkte verdreifachen würden. Außerdem bringt uns der Perk noch den Bonus, dass jedes Mal, wenn wir einen Überlebenden festhaken, wir die Auren der anderen Überlebenden für 4 Sekunden sehen, sofern diese weiter als 40 Meter vom Haken entfernt sind, sich nicht in einem Schließschrank befinden, das negiert die Aura-Lesefähigkeit des Killers, sowie nicht Verzerrung ausgerüstet haben, denn auch das würde die Aura-Lesefähigkeit des Killers negieren. Als zweiten Perk spiele ich Geflüster, damit bekomme ich eine Benachrichtigung, wenn Überlebende in 32 Metern Umkreis sind. Das ist ganz praktisch, um bei einer Teleportation so ungefähr zu erahnen, an welchem Generator diese gerade zugange sind. Oder auch im späteren Spiel, wenn sie heimlich sind und versuchen sich zu verstecken, dass wir merken, dass noch jemand in der näheren Umgebung ist. Als dritten Perk habe ich Triff deine Wahl dabei. Und der bewirkt folgendes: Sobald ein Überlebender einen anderen vom Haken rettet und ich mindestens 32 Meter von diesem Haken entfernt bin, wird der Retter für die nächste Minute gefährdet. Das heißt, in der nächsten Minute kann ich ihn mit einem Schlag niederhauen. Dieser Perk kann auch nur alle 60 Sekunden aktiviert werden. Das heißt, wird ein weiterer während dieser Minute, die bereits auf einem Überlebenden läuft, ausgelöst, dann wird der zweite Retter natürlich nicht gefährdet, wenn dies innerhalb dieses Zeitrahmens geschieht. Und als letzten Perk nehme ich Uneinigkeit rein. Dieser benachrichtigt mich, wenn mindestens 2 Überlebende am selben Generator arbeiten, denn dann bekomme ich eine audiovisuelle Benachrichtigung und der Generator wird für 12 Sekunden gelb hervorgehoben. Hier steht weiß, es ist aber gelb. Und mit dieser Zusammenstellung mache ich mich nun auf die Jagd nach den Überlebenden. Und da haben wir auch schon den Trupp an Überlebenden zusammen. Eine Nea Carlson, eine Mac Thomas mit Werkzeugkiste, eine Claudette Morel und einen David King. Mit Medipack, wie ich gerade sehe. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit hart im Nehmen. Auch wenn ich 4 Teleportationen bündeln kann, versuche ich das immer noch so ein bisschen während des Spiels zurückzuhalten und erstmal nur maximal 2 Teleportationen zu bündeln, denn gerade bei Hart im Nehmen können wir damit ihn nochmal austricksen, wenn er nach der zweiten Teleportation dies nutzt und wir noch eine dritte Teleportation in der Hinterhand haben. Und selbst dann würde ich erstmal die vierte auch noch zurückhalten und mir für Überlebende aufbewahren, die wirklich schwer zu fassen sind. Oder vielleicht sogar am Ende für das Luken-Standoff. Da kann es auch vom Vorteil sein, wenn der Überlebende nicht weiß, dass ich 4 Teleportationen bündeln kann. Schauen wir jetzt erstmal, auf welcher Karte wir landen werden mit der Krankenschwester und ob wir eine Obsession in der Runde haben. Mal wieder habe ich jetzt nicht auf die Namen geachtet, um die eventuelle Obsession schon zuordnen zu können. Wir sind im Behandlungsbereich, der gar nicht mal so gut für die Krankenschwester ist. Hier haben wir sehr viel
versperrte Sicht für weite Teleportationen. Und sie können diesen auch noch sehr einfach entgehen. Ich würde mal behaupten, da habe ich mich in die falsche Richtung teleportiert. Ich würde mal behaupten, dass hier jemand da hinten zugange ist. Hier sind auf jeden Fall Leute unterwegs. Zurück! Was rennst du uns entgegen? Die will sterben, hä? So, hier ist noch keiner dran. Aber hier ist jemand zugange. Hockt hier niemand im Gras? Wird sonst immer gerne genutzt? Ah, hier ist aber auch jetzt keiner mehr. Dahin aber... Und da wurde ein Totem zerstört. Das habe ich genau gesehen. Gerade aber auch, glaube ich, so ein bisschen auf den Augen. David. Auf Wiedersehen, David. Du kommst an den ersten Haken. Und zwar hierhin. Hier ist auch noch ein zweiter. Das weiß ich ganz genau. Pop, pop. Und da... Nee, das hat zu wenig. Wer trifft deine Wahl? In der Duschkabine ist das Heilen verboten. Sie bluten damit den Boden voll und das entspricht nicht den Hygienevorschriften. Lassen Sie sich lieber von der Krankenschwester behandeln. Du hast es geschafft, die Krankenschwester zu betäuben. Ich bin stolz auf sie. Ja, mach den Fehler nochmal. So viel zu deinem Hard im Nehmen. Das habe ich gesehen, dass du den genutzt hast. Kommen Sie an diesen Haken hier.
Danke, Efi. Für trifft deine Wahl. Du hängst nämlich noch nicht. Bob, Bob. Genau gesehen, dass hier ein Vogel geflogen ist. Wo sind sie? Manchmal braucht man auch keine Teleportation. Damit holen wir uns den letzten Bonus. Sehr, sehr schön. Netter Versuch, Efi, netter Versuch. Will nicht retten können. Oh, ab. So nichts. Nope. Den Weg hierher wagt sie sich nicht. Ich höre aber ganz genau, dass sie ja noch in der Nähe ist. Okay, da hat sich jetzt wohl jemand geheilt. Aufgeben? Okay, keine Lust mehr. Will sie wohl nicht. Dann kommst du an diesen Haken. Schade. Aufgeben bringt nicht so viele Punkte. Alle erwischt. Dreifache Punktzahl. Schauen wir mal. Hm, 64.000. Das hätte auch schöner aussehen können.
So, wir steigen im Spielerlevel auf Level 77, Hingabe 4. Haben jetzt 10.300 Scherben. Yep. Okay. Gut. Ja, dann haben wir auch diese Runde wieder mal alle Überlebenden erwischt und erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.